Frau Staatssekretärin, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Besucher auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, es wurde von den Vorrednern schon sehr vieles angesprochen. Es geht um das Buchpreisebindungsgesetz, das was im Jahr 2000 unter der Regierung der FPÖ eingeführt und beschlossen wurde und seit 2014 auch für den Onlinehandel und für die E-Books gilt. Es ist eine notwendige Lückenschließung und daher eine Verbesserung der geltenden Rechtsgrundlage und ist auch ein Schutzinstrument für das Kulturgut Buch. Sie schützt neben die Verleger, Autoren und ist eine wichtige Grundlage für unsere Buchhandlungen. Es ist schon angesprochen worden, gerade im Konkurrenzkampf gegen die Online-Riesen und die haben wir meistens nicht den Sitz in Österreich, sondern irgendwo in einem steuerbegünstigten Ausland. Ja, geschätzte Damen und Herren, Sie haben es auch schon gesagt, also Lesekompetenz ist sehr wichtig, gerade für unsere Kinder. Daher ein großes Dank auch an die Buchhandlungen, an die öffentlichen Büchereien, Schulbibliotheken, die für die Förderung und der Kompetenzsteuerung der Kinder gilt. Ja, es ist auch gesagt worden, Weihnachten steht vor der Tür, daher kaufen Sie ein Buch, gerade für die regionalen Buchhandlungen und unterstützen Sie mit einem Geschenk. Ja, geschätzte Damen und Herren, für die Befürworten diese Erneuerung, obwohl keine Verbesserungsvorschläge seitens der Opposition im Ausschuss oder auch hier angenommen wurden, aber wir unterstützen dieses Gesetz. Aber auch Ihnen möchte ich noch sagen, Frau Staatssekretärin, betreffend Klebeaktionen, ich habe kein Verständnis und hätte auch gehofft, und mein Wunsch ist auch noch da, dass Sie sich klar distanzieren und gerade was der Vizekanzler Kogler im Parlament gerufen hat, bitte hier noch einmal klare Sicht und hier die Möglichkeit haben, sich von diesen Chaoten zu distanzieren. Es freut mich, wenn die ÖVP Sie unterstützt, aber auch Sie hätten die Möglichkeit, sich klar zu distanzieren von solchen Aktionen. Aber die ÖVP unterstützt ja da die Grünen, warum auch immer, aber wahrscheinlich auch über das goldene Klavier, was die Diskussionen in den letzten Tagen ja auch da war von Herrn Präsident Sobotka. Und das zeigt dann auch wieder, gerade jetzt bei Weihnachten, viele alleinerziehende Mütter können jetzt noch überlegen, ob sie überhaupt Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen können. Und da passt es dann eine, dass genau jetzt solche Sachen kommen. Und daher wird es immer sichtbarer. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist so, dass sie immer mehr meilenweit von der Lebensrealität der normalen Menschen, die was draußen arbeiten, sich entfernen. Daher erfüllen Sie mir meinen Weihnachtswunsch und treten Sie zurück und machen Sie den Weg frei für eine neue Regierung.